Ja, hallo und herzlich willkommen zurück an diesem Sonntag auf meinem YouTube-Kanal IK Invest. Mein Name ist natürlich auch heute Ingmar Königshofen und ich freue mich, dass du dir wieder Zeit nimmst, dieses Video, diese nächste Kurzanalyse anzuschauen. Ja, worum soll es heute gehen? Wir wollen nochmal Revue passieren lassen die letzten Tage. Der DAX kam ja dann zum Ende der Woche wieder deutlich unter Druck. Insgesamt der Druck über die Woche relativ stark gewesen. Wir sind knapp unterhalb der 19.000-Punkte-Marke wieder nach unten weggedreht und dann einige hundert Punkte nach unten abgesagt. Und ich sage es schon jetzt direkt vorneweg. Ich werde euch zwar später einen Discount-Call vorstellen, diesen werde ich auch in verschiedene Depots reinkaufen, aber es laufen noch einige Discount-Puts und einige Shorts, die ich auch noch liegen lasse. Und zeitgleich nehme ich aber noch zusätzlich einen Discount-Call rein als Gegengewicht, weil es natürlich jetzt auch mal eine Gegenbewegung wieder nach oben geben könnte. Insgesamt, und das habt ihr im letzten Videos ja schon rausgehört und mitbekommen, gehe ich davon aus, dass der Markt über die nächsten Wochen eher noch seitwärts bis leicht abwärts Tendenz verlaufen könnte. Aber vor allem liegt der Fokus auf dieser Seitwärtsbewegung. Und genau aus diesem Grund gehe ich eher davon aus, dass der Markt eben hier weiter seitwärts laufen könnte, auch in den nächsten Wochen. Und dementsprechend werde ich als Gegenposition einen Discount-Call hier entsprechend aufnehmen. Bevor wir starten, natürlich wieder zunächst der Blick auf die rechtlichen Hinweise. Diese sind damit auch wieder abgearbeitet. Und ja, ihr habt es ja mitbekommen, zuletzt hatte ich zweimal DAX-Videos vorgestellt, hatte dort dementsprechend auch Discount-Puts angezeigt, mit denen man auf eine abwärts gerichtete Bewegung spekulieren kann. Dieses Mal war es vom Timing perfekt. Ich möchte direkt dazu sagen, es gelingt nicht häufig, dass man vom Timing her so perfekt liegt, aber in diesen beiden Fällen war es tatsächlich so, einmal knapp unterhalb der 19.000-Punkte-Marke hatte ich darauf hingewiesen, dass ich davon ausgehe, dass der Markt jetzt hier nach unten weglaufen wird. Im Nachgang wird vielleicht der andere sagen, ja, war ja klar, die 19.000-Punkte-Marke ist ein Widerstand gewesen. Aber man weiß eben erst im Nachgang immer, wie das Ganze dann entsprechend verläuft. Von daher, da war das Timing natürlich wirklich, also besser geht es schon fast nicht mehr. Und dann hatte ich nochmal ein Update veröffentlicht und dann anschließend ist der Markt nochmal unter Druck gekommen. Also mit beiden Discount-Puts konnte man natürlich entsprechend bereits schon schöne Gewinne erzielen. Und ich sage es aber nochmal dazu, es gibt genügend Phasen, in denen man eben vom Timing her auch nicht so perfekt liegen wird. Deswegen ist Demut immer wieder angebracht und es geht darum, langfristig erfolgreich zu sein. Nicht bei jedem Trade wird man das perfekte Timing hinbekommen. Nicht bei jedem Trade wird man einen Gewinn erzielen. Ich glaube, jeder, der länger am Markt unterwegs ist, der weiß das natürlich. Aber ja, es gibt da draußen ja immer wieder viele Experten, die einem weismachen möchten, dass es sehr einfach ist, am Kapitalmarkt Geld zu verdienen durch Trading. Man muss doch nur dies und jenes machen und drei Aufwärtstrendlinien einzeichnen. Danach wird das doch alles wie von alleine laufen. Nein, so leicht ist es leider nicht und daher geht es immer darum, eben auch einzukalkulieren, dass man vom Timing her oftmals nicht so perfekt liegen wird und dann die Wahrscheinlichkeit langsam auf seine Seite bekommt. Zum Beispiel aufgrund von verschiedenen Vorfiltern, aufgrund dann zusätzlich der technischen Analyse und aber auch aufgrund der Produktauswahl. Denn über die Produktauswahl lässt sich natürlich auch nochmal einiges steuern. Diejenigen, die mein Trading schon länger verfolgen, die wissen ja, dass ich selber auch einige Jahre bei Investmentbanken gearbeitet habe, bei der BNP Paribas und bei Macquarie, eine australische Investmentbank. Und dort war ich zuständig für das Produktmanagement, also die Emission von Anlage- und Hebelprodukten. Deswegen habe ich natürlich einen ganz guten Einblick über das ganze Universum der verschiedenen Derivate und habe natürlich auch ein ganz gutes Gefühl dafür, in welchen Marktlagen sich welche Produkte anbieten könnten. Auch da wird es nie perfekt sein, das muss natürlich auch klar sein. Aber insgesamt eine Produktgattung, die Discount-Optionsscheine, setze ich ja sehr, sehr gerne ein. Und ich merke auch an den ganzen Feedbacks, die von euch kommen, dass ihr oftmals auch durch mich auf diese Produktgattung aufmerksam geworden seid und diese euch hilft, entsprechend deutlich besser am Markt unterwegs sein zu können, weil es eben dann nicht mehr so notwendig ist, vom Timing perfekt zu liegen. Und jetzt habe ich eben nämlich gesagt, wo es jetzt perfekt gelaufen ist mit diesen Videos, aber zuvor
bin ich eben auch schon auf der Short-Seite eingestiegen. Der Markt ist zunächst deutlich weiter nach oben angestiegen, als ich das erwartet habe. Von daher war ich aber entspannt, weil ich eben viele Discount-Put-Positionen laufen hatte. Und jetzt in diese Abwärtsbewegung der letzten Tage hinein habe ich dann viele, viele Positionen wieder abgebaut. Aber ich bin immer noch auf der Short-Seite unterwegs. Sollte also der Markt weiter unter Druck kommen, dann würden diese Positionen natürlich dementsprechend davon profitieren. Aber es würde mir teilweise auch schon reichen, wenn der Markt seitwärts läuft. Und wie ich eben schon gesagt habe, könnte es dann teilweise auch sinnvoll sein, eine Gegenposition aufzubauen, zum Beispiel eine Discount-Call-Position. Und sollte der Markt dann sogar seitwärts laufen, kann man trotzdem auf beiden Seiten entsprechend Gewinne mit diesen Produkten erzielen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, holt das doch gerne nach. Einfach bei YouTube nach IK Invest suchen. Und ich muss nochmal ein großes, großes Dankeschön an euch richten. Und zwar haben wir gerade erst vor kurzem, das ist wirklich noch nicht lange her, die 5000 Abonnentenzahl überschritten. Und jetzt sind wir schon bei 5700. Also Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für diesen Support. Das freut mich natürlich. Und ihr wisst ja, wie ihr mich unterstützen könnt. Wenn euch diese Videos gefallen, hinterlasst immer gerne einen Daumen nach oben. Natürlich auch heute. Und auch einen Kommentar, wie ihr die Lage aktuell einschätzt zu den einzelnen Basiswerten, die ich dann immer verfolge. Aber wenn ihr noch nicht dabei seid, holt es einfach nach. Einfach nach IK Invest suchen. Dann hier auf den Abonnieren-Button drücken, der dann bei euch zu sehen ist. Schauen wir nochmal auf die klassische Saisonalität für den DAX. Wir haben zwar bei den letzten Videos schon drauf geblickt, aber das machen wir jetzt nochmal ganz kurz. Und da sieht man ja von Anfang Mai bis Anfang bzw. Ende Oktober sehen wir hier eine Seitwärtsphase. Das heißt, in dieser Zeit gibt es keine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass der Markt nach oben nachhaltig ausbricht oder nach unten nachhaltig wegkippt. Ja, wir hatten zwischenzeitlich diesen deutlichen Einbruch auf knapp über 17.000 Punkte, dann wieder diesen massiven Anstieg, fast an die 19.000 Punkte Marke heran. Aber insgesamt, wenn man sich das Bild mal anschaut, seit Anfang Mai haben wir tatsächlich übergeordnet eine Seitwärtsphase. Wir sind nicht weit von den Kursen entfernt von Anfang Mai, also die Saisonalität scheint zumindest aktuell ganz gut hinzuhauen, vor allem wenn man das Ganze dann noch kombiniert mit dem Vierjahreswahlzyklus der USA. Hier haben wir dieses Jahr ein Wahljahr. Und diese Wahljahre umgemünzt auf den DAX, die zeigen eben auch an, dass bis Anfang Oktober ja keine erhöhte Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass der Markt jetzt wirklich sehr stark ansteigen sollte oder aber auch sehr stark einbrechen könnte. Dementsprechend bis Anfang bzw. Mitte Oktober gehe ich eher davon aus, dass der Markt noch in dieser Seitwärtsrange weiter verharren wird. Die US-Wahljahre zeigen dann ja eher abwärts, muss man sagen. Die Saisonalität zeigt dann ganz klar aufwärts. Wir kennen das ja, die ja berühmt-berüchtigte Jahresendrallye, die wir häufig sehen, die könnte sich dann natürlich wieder abzeichnen. Von daher haben wir hier aber ein etwas unklares Bild aufgrund der Tatsache, dass die klassische Saisonalität aufwärts zeigt, die US-Wahljahre für den DAX umgemünzt, aber tatsächlich eher sogar abwärts gerichtet. Dementsprechend könnte das natürlich dieses Seitwärtsgeschiebe, das wir aktuell sehen, könnte sich natürlich dementsprechend noch weiter vorantreiben. Deswegen muss man dann erstmal schauen, wie es dort weitergeht. Für mich erstmal ist jetzt natürlich die Phase bis Anfang Oktober interessant. Da sieht es zumindest danach aus, dass der Markt jetzt nicht nachhaltig nach unten wegbricht oder eben aber auch nach oben deutlich wegziehen könnte. Deswegen hatte ich ja die Shorts aufgebaut mit den verschiedenen Discount-Puts und wie ich jetzt eben schon mehrfach gesagt habe, laufen diese Discount-Puts auch noch. Und jetzt schauen wir als letztes noch auf das Sentiment und das Sentiment ist jetzt wieder im Angstbereich. Wir sehen hier den CNN Fear and Greed Index, also den Angst- und Gier-Index und da sehen wir, letzte Woche waren wir dann teilweise noch im Greed-Bereich, die Marktteilnehmer waren bullig, da hatte ich ja in dem Video gesagt, das spricht auch dafür, dass der Markt eher wieder zurückkommen könnte. Jetzt sind wir im Angstbereich für die US-Märkte und das bedeutet wiederum, dass hier jetzt auch wieder eine Gegenbewegung auf der Oberseite stattfinden könnte. Also für mich ist das ja ein klarer Kontraindikator. Jetzt sind die Marktteilnehmer negativ, also das könnte dann eher entsprechend für die Long-Seite interessant werden. Zudem, und das habe ich jetzt eben ja schon gesagt, haben wir erstmal eine wirkliche weiterhin Seitwärtsphase. Wir sehen hier Anfang Mai und wir notieren, wie ich eben schon gesagt habe, ungefähr auf selben Niveau. Das zeigt, dass die Saisonalität hier momentan super bisher funktioniert hat. Dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass bis Anfang Oktober sich nicht viel tun wird. Und wir sehen jetzt aber auf der anderen Seite auch, dass wir hier wichtige Unterstützungszonen vor der Brust haben bei 18.200, bei 18.000, bei 17.8, bei 17.6. Das sind natürlich deutliche Unterstützungszonen oder beziehungsweise Widerstände aus der Vergangenheit, die jetzt zu Unterstützungen wurden. Und dementsprechend gibt das natürlich auch nochmal einen gewissen Halt. Und aufgrund der Vorfilter, weil ich ja davon ausgehe, dass der Markt eher seitwärts laufen könnte und die Discount-Puts laufen, können
könnte es jetzt meiner Meinung nach sinnvoll sein, hier einen Discount-Call-Optionsschein dagegen zu stellen. Das werde ich auch morgen machen. Ich werde diese Position dann eröffnen, denn ich habe mal ein Produkt rausgesucht mit einem Cap bei 17.500 Punkten. Der Basispreis liegt da bei 17.000, der Cap bei 17.500. Also noch unterhalb dieser wichtigen und massiven Unterstützungszonen, die wir hier aktuell sehen. Und es sei natürlich immer wieder dazu gesagt, wir müssen diese Produkte ja nicht bis zum Laufzeitende halten, sondern sollte der Markt jetzt über die nächsten Tage sich wieder etwas stabilisieren, sollte er seitwärts laufen oder sogar an dieser Unterstützung wieder nach oben wegdrehen, dann wird sich dieses Produkt natürlich tendenziell positiv entwickeln und dann können wir es auch direkt wieder verkaufen. Denn wir sehen hier ein Geld- und ein Briefkurs von Freitagabend. Das Produkt lässt sich also börsentäglich handeln. Wir haben hier einen Discount-Called-Optionsschein von Goldman Sachs mit der WKN GQ6LBY. Die WKN werde ich natürlich wieder unterhalb dieses Videos verlinken. Und in diesem Fall haben wir einen Basispreis bei 17.000 Punkten und ein Cap bei 17.500. Laufzeit ist in diesem Falle der 21.03.2025 und das bedeutet, sollte der DAX am Ende der Laufzeit oberhalb von 17.500 notieren und wir notieren aktuell ca. 800 Punkte höher, dann, zumindest was den Xetra-DAX angeht, ansonsten ungefähr 700 Punkte. Wir notieren aktuell 700 Punkte tendenziell darüber. Also sollte der Markt seitwärts laufen, sollte er steigen oder sogar 700 Punkte in etwa fallen, solange wir am Ende der Laufzeit oberhalb von 17,5 notieren, kommt es zu der maximalen Auszahlung bei diesem Produkt von 5 Euro. Wie kommt man da drauf? 17,5 minus 17.000 sind 500 Punkte Differenz mal 0,01, dem Bezugsverhältnis, kommen wir also auf einen Preis von 5 Euro. Sollten wir am Ende der Laufzeit unterhalb von 17.000 notieren, dann verfällt das Produkt wertlos wie ein klassischer Call-Optionsschein und wenn wir zwischen Basispreis und Cap notieren, dann wird der innere Wert berechnet und es kommt zu der entsprechenden Auszahlung. Das gilt aber natürlich nur für das Laufzeitende. Während der Laufzeit fließen hier viele Einflussfaktoren rein, unter anderem die Laufzeit, die Volatilität, natürlich der Basiswert, wo der aktuell notiert und so weiter und so fort. Ihr kennt das wahrscheinlich von den klassischen Optionsscheinen und dementsprechend hat das hier auch einen Einfluss. Das Schöne ist, weil wir nach oben hin gecapped sind, haben wir eine potenzielle Seitwärtsrendite von aktuell über 25% oder eine PA-Rendite von 47,73%. Also ordentlich, wenn man sich überlegen möchte, dass wir natürlich einen deutlichen Puffer nach unten haben. Und wie gesagt, man muss dieses Produkt nicht bis zum Laufzeitende halten. Und zudem haben wir kein Knockout, sondern während der Laufzeit kann natürlich auch der Cap und der Basispreis unterschritten werden. Das Produkt läuft dann weiter. Es wird einen Einfluss auf den Preis haben, das muss natürlich auch klar sein. Aber es bringt deutlich mehr Ruhe rein, wenn man nicht direkt ausgenockt wird, wenn der Markt mal 500 Punkte gegen einen läuft. Und genau aus diesem Grund macht es, glaube ich, Sinn, diese Produkte einzusetzen. Und ja, wir haben hier eine interessante Möglichkeit, mit diesem Produkt eine sehr attraktive Seitwärtsrendite zu erzielen. Aber ich sage es jetzt zum Ende hin nochmal, sollte jetzt alleine schon in den nächsten Tagen der DAX sich positiv entwickeln und dieses Produkt dann auch davon profitieren, dann werde ich das sehr wahrscheinlich auch kurzfristig wieder verkaufen. Mir geht es jetzt erstmal darum, dass diese Position morgen eröffnet wird, um ein kleines Gegengewicht zu haben gegenüber den laufenden Positionen. Natürlich nur ein ganz kleiner Anteil wird das sein und dementsprechend ist das einfach eine sehr kurzfristige Spekulation und auch als Hedging gedacht quasi, gegenüber den Short-Positionen, die aktuell noch sich im Depot befinden. Aber, und das sei jetzt nochmal ganz kurz wiederholt, es wird nur eine kleine Position aufgebaut. Es wird jetzt nicht die ganze Short-Seite mit diesem einen Discount-Call entsprechend eine Gegenposition finden, sondern eventuell werde ich dann sukzessive in weiterfallende Kurse weitere und andere Discount-Call-Optionsscheine zusätzlich noch mit aufnehmen. Das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe vor allem, dass ihr mit den letzten Analysen etwas anfangen konntet, dass ihr entsprechend profitieren konntet mit den Discount-Puts, die ich vorgestellt habe. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, ab morgen gute Trades und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte ich um einen Daumen nach oben und hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar, wie ihr die Lage beim DAX momentan einschätzt. In diesem Sinne, alles Gute und bis zum nächsten Mal.